Urando meldet sich zum Dienst. Wir sind zurück in der blutroten Wüste auf dem Weg ganz nach oben. Wir erklimmen den Berg, der aber gesäumt ist mit ganz vielen schrecklichen Gefahren, die uns fast schon am Ende der letzten Folge das Leben geraubt haben. Nun sind wir wieder da, in der Hoffnung, dass diese grandiose Folge so grandios sein wird, wie ich sie jetzt angekündigt habe, als grandiose Folge. Kann auch sein, dass es eine sehr kurze, sehr zaghafte, liebevolle Umärmelung sein mag. Eine Umärmelung mit dem Tod, denn das Spiel kann uns ganz schnell rausfeuern. Und wenn wir tot sind, endet auch das Projekt. Das ist die Regel, die wir hier leben. Also weiter geht's und zwar schnurstracks, ich will nicht wieder zurück, aufgrund der Tatsache, dass ich Angst habe vor all den Gefahren, die mich dort dann noch begatten nehmen. Wir haben Fehlfunktionen. Fabrikator kostet um 25 erhöht und Obolit verschwindet 1,5 Sekunden schneller. Letzteres ist eher nicht so dramatisch. Ey, da hinten ist er. Oh, verdammt. Vermaledeiter Typ. Vermaledeites Monstrum. Du ätzender Ekel, du. Komm her, komm, wir kämpfen hier. Da habe ich wenigstens eine Arena. Da kann ich mich wenigstens... Ja! Gegen dich zur Wehr setzen. Das sind Frevler, ne? Der kommt... Der kommt einfach mit seiner Tour und schießt da seine Strahlen durch die Wand. Und kommt auch noch. Okay. Ganz normal. Kenne ich schon alles. Alte Tour. Haben schon früher andere Gegner bei mir versucht. Und sind kläglich gescheitert. So wie du. Und immer bewusst sich machen, dass... Wenn die sterben, die Gegner oftmals noch einen im Petto haben. Die holen dann das Ass aus dem Ärmel. Und das setzen sie dir kotbespickt auf den Tisch und sagen, hier, riech mal dran. Das ist ganz, ganz furchtbar, das wollen wir nicht. Das will ich unbedingt verhindern. Nein, diese Würfelquallen hier, ey, ehrlich mal. Lass doch mal ab von mir. Noch einer. Wir mögen uns mittlerweile schon. Recht gerne sogar. Hoppala. Na gut, Easter Egg-mäßig bin ich jetzt nicht so weit, dass ich hier alles finde. Der Anspruch besteht hoffentlich auch nicht. Eda! Immer noch die Tatsache, dass wir uns hier verletzen. Und wir sind ja wirklich sanft gezurrt hier. Kletter auf den Berg. Ja. Das ist mein Plan, Spiel. Emporgeschritten immer weiter hinauf. Oh ja. Ihr Licht, führe mich nicht in Versuchung und führe mich bloß nicht in dieses komische Ding da oben, was aussah wie eine Arena. Ich will auch nichts mehr einsammeln müssen, weil ihr wisst, ne? Ziel erreicht. Ach, okay. Bin endlich oben. Ist das ganz oben? Die Energiesignatur ist hier. Aber hier kommen wir noch gar nicht weiter, ne? Moment mal. Da ist... Wo will uns das Spiel denn jetzt? Hinwaffe. Können wir hier. Ach, hier können wir rüber tanzen, oder? Offenbar, ne? Ist ja chillig. Nein. Böse Geräusche. Wo ist was? Was ist das? Ich höre irgendwas. Stößelt da hinten. Ja, machen wir erstmal die Kadetten da kaputt. Das sind nur Höhlensucher, die machen nichts. Die sind harmlos. Harmlose Wesen. Kleine, süße Racker. Da, die können nichts. Die wollen auch nicht. Die wollen ja auch kein Leid anhaben. Die wollen einfach nur ganz, ganz lieb mal daherblicken. So, und wir wollen nach oben. Oh, guck mal, noch eine Waffe. Die wir nicht aufsammeln sollten. Warum? Ist ja klar, weil Schmerz da drin verankert ist. Oh, Handfeuerwaffe 6. Ich glaube, der Höhlensucher ist aber ein bisschen cooler, ne? Sprengschale ist auch was. Sucherschwamm ist zwar auch gut, aber... Liebes Spiel. Wie kann ich... Ich sehe, dass da so irgend so ein Dottersack an irgendwelchen Drähten ist. Da frage ich mich jetzt, wie fange ich an? Rekurriere ich nochmal auf das, was passiert ist? Um die Folge länger zu machen. Oh nee, das sieht aus nach was Bösem. Ich hab nicht voll Energie. Ich kann das noch nicht schaffen. Bitte nicht. Bitte sei mir gewogen. Bitte kämpfe in der Erde.
Flügel. Hatte ich nicht irgendwas gesagt mit Flügeln im Weltall? Was bist du? Ixio, Ixio. Was wächst da aus ihr heraus? Ich frag mich, was es überhaupt ist. Ixio hat sehr, sehr stark... Ixio, Ixio, Ixio hat einfach viele Energieleisten. Ah, Ixio sieht aber imposant aus. Also es ist eine schöne Schöpfungskrönung hier, die mir aber trotz dessen nicht allzu viel Freude bereitet. Ja, ist ja nicht schwer. Hat ja nur ein paar Projektile. Ja, mein innerer Rechner rechnet die einfach mal aus. Die Umlaufbahn dieser kleinen Kugel. Oh, verdammt. Warte, eine Knospe, ey. Ich weiß nicht, wie das enden mag. Leute. Ixio! Oh Mann, hör mal auf. Ach. Die sind fix. Boah, da komme ich kaum hinterher. Nein! Verdammt, was knallst du da daneben, ey? Kann ich nicht wenigstens seine Flügelpracht ein wenig beschädigen? Das Gute ist bei dem... Da darf ich nicht so weit an der Wand sein, weil sonst treffen die mich. Und jetzt haut der da volle Kanone alles raus, was er raushauen kann. Stets bewusst, auch wenn er jetzt fällt, er wächst nach, er regeneriert sich und holt sich volle Unterstützung von irgendeiner anderen Seite aus. Okay. Das ist eine bekannte Tour. Doch das ist was Neues. Jetzt sind wir in Ikaruga gelandet, oder was? Hört mal auf. Hör mal auf damit. Was ist das? Was ist da los? Was ist in dem Spiel? Was ist in das Spiel gefahren? Wo sind die 15 Energiekanister, die ich jetzt bräuchte, um überhaupt das Leben hier zu liebkosen? Lauf mal nach hier. Ah. Ah, okay, ja, das ist eine Option, das Spiel auch zu designen. Weg. Ixio. Ixio, wo bist du? Alter, der gibt aber wirklich alles, was er hat, ne? Mein Engelchen, hör mal auf damit. Ist die Waffe nicht die beste vielleicht? Willst du mir das damit sagen? Oh, ich krieg gerade einen Kollaps, sag ich euch. Eieiei. Ah, das ist schon ein saftiger, ne? Oh, lala. Ah, das habe ich schon, drauf gewartet. Von wo? Ja. Ah, noch was Neues. Götterstrahlen. Ja. Das unterstreicht deine wunderschöne Erscheinung. Mein Freund. Ist ja natürlich auch bildgewaltig, das Spiel. Ich muss sagen, also optisch ist das schon frische Ware. Energieraubend, ja. Cool. Ich weiß nicht, ob das eine größere Herausforderung ist als der erste Gegner. Er nimmt sich, glaube ich, nicht wirklich viel. Hätte ich jetzt eine Energieladung gehabt, noch extra, dann wäre das alles ganz soft. Nur die Sache, was ich jetzt... Ich habe halt eine große Befürchtung. Und die ist, dass meine... Alles, was ich habe, nicht reicht. Oh nein, jetzt kommen noch die Wellen. Federschmuck hier. Hey! Nein. Nochmal? Hör mal auf, jetzt komm, reicht. Reicht. Erscheine mir. Oh, ich kann nicht mehr ausweichen. Ist aber auch nicht schlimm, denn... Er hat nur noch eine Energieleiste. Ja, warum noch nicht? Und was macht er? Was? Warte, hat er nicht nur noch eine gehabt? Ja, aber... Er will das ganz Besonderes damit machen, habe ich gehört. Ehrlich, jetzt kann er mal ganz kurz ein bisschen Eingang runterfahren. Nur für mich einfach. Einfach mal, um lieb zu sein. Dieses holeske Art, die er hier auf den Tisch legt, das ist schon, der packt aus. Also der behauptet sich mit einer relativ krassen Bandbreite an Schüssen, die jetzt auch nicht mehr aufhören wahrscheinlich, oder? Ixion? Aber
Oh, er reißt sich was ab. Das ist ein Märtyrer tun, was er hier entfesselt. Das ist unfassbar. Hör mal auf! Chill mal, Mann. Ehrlich mal. Ich kann da nicht mit umgehen. Das ist intergalaktisch, was der hier veranstaltet. Aber ich will trotzdem weiter seibern, ne? Jawohl, da kriegst du noch einen ab. Mach ihn wenigstens nicht allzu leicht, oder? Oh, ich stöhne aber wenigstens. Oh ja. Das gibt's doch nicht. Ehrlich? Schiff wurde verhindert. Ich bleibe in der Wüste. Ich gucke noch einmal kurz, aber ich glaube, das galt als Ableben meinerseits. Steht das nicht hier irgendwo? Einstellung. Ich hab versagt. Ixion. Ich hab versagt. Meine lieben Leute. Der zweite Endgegner im Spiel, Ixion, hat mein Abenteuer an dieser Stelle mit grandioser Impulsantheit und wirklich mit einem Pomp, den man nicht gesehen hat, zuvor beendet. So leid es mir tut, aber was gesagt sei, sei auch tatsächlich Fakt und soll auch so umgesetzt werden. Ich weiß nicht, was mich jetzt erwarten mag. Ich muss sagen, dieses Spiel, Returnal, das war ein bisschen längeres angespielt, die letzten paar Folgen, inklusive den. Ich muss sagen, es ist wirklich das, was es verspricht, eine Herausforderung, die allerdings einen so schön an die Hand nimmt am Anfang, durchführt und dann richtig schön loslässt und dich in Schmutz wirft. Aber wenn man da aufsteht und sich sauber macht, fühlt man sich umso besser. Das Spiel ist fantastisch. Also ich muss sagen, ganz klasse Spielempfehlung. Wer Bock hat, sollte sich das holen. Der sollte sich genehmigen. Ich werde jetzt erstmal meine Tränen trocknen. Und ja, dieses Projekt ganz offiziell an dieser Stelle erst einmal vorläufig als beendet betiteln. Vielleicht geht's noch mal weiter, wenn Lust besteht auf eurer Seite aus, aber ich bin ja tot jetzt, ne? Also ich muss ja nochmal von vorne anfangen. Muss nochmal neu machen. Vielleicht spiele ich nochmal und spiele bis hierhin. Aber es war schon eine Wucht. Es war ein Erlebnis. Es hat mich getragen. Es hat mich beflügelt. Und ich muss sagen, Ixion, ich verneige mich vor diesem Endgegner. Toll, bildgewaltig, aber dennoch mein Ende gewesen. Und nun muss ich... Was passiert jetzt? Ich weiß nicht, wie das jetzt aussieht, wenn ich tot bin. Was dann... Also in-game... Wird mir dann irgendwie... Wie bitte? Nein. Ihr lieben Leute, es tut mir leid. Es war schön mit euch und vielen Dank fürs Zugucken. Ihr könnt nochmal kommentieren, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, damit im nächsten Leben, wenn ich wiederkomme, dass es dann vielleicht weitergeht, irgendwie in irgendeiner Form hier oder in einem anderen Projekt. Wir werden es sehen. Jedenfalls danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Oh! Oh! Oh!